In diesem ersten Video meiner neuen Reihe möchte ich euch vorstellen, was meiner Meinung nach zur Minimalausstattung gehört, die jeder Vogelhalter besitzen sollte. Ich hoffe, ihr findet Gefallen an der neuen Videoreihe mit Tipps zur Wellensittichhaltung. Los geht's! Wellensittiche sind häufig die ersten Haustiere und werden ähnlich wie Hamster gerne auch kleinen Kindern anvertraut. Allerdings haben wir durch Corona gelernt, dass die Anschaffung eines Haustieres gut überlegt sein soll, damit es nicht nach ein paar Monaten heißt, ab ins Tierheim. Wellensittiche gelten als relativ günstige und anspruchslose Haustiere, aber die kleinen Vögel haben natürlich auch Bedürfnisse. Deswegen solltet ihr auf eine geeignete Grundausstattung nicht verzichten. Hier 10 Dinge, die meiner Ansicht nach in jeden Vogelhaushalt gehören. Das Wellensittichheim. Hier ist natürlich die Größe ausschlaggebend und viele sagen, je größer, desto besser. Ich weiß aber, dass das mit beengten Wohnverhältnissen in einer Wohnung nicht immer möglich ist. Nicht jeder Vogelhalter reserviert den Tieren ein ganzes Zimmer oder hat den Platz und das Geld für eine Außenvoliere. Aber wenn die Vögel nur eine Stunde am Tag Freiflug genießen, sollte der Käfig groß genug sein, um darin von einem zum anderen Ende zu fliegen. Für ein Paar oder einen kleinen Schwarm bis zu 4 Wellensittiche reicht ein großer Käfig, der anders als in diesem Bild mehr breit als hoch sein sollte, damit die Vögel nicht nur klettern können. Habt ihr euch für einen großen Schwarm mit mehr als 4 Tieren entschieden, ist eine Voliere die bessere Wahl. So haben die Tiere auch in den Stunden ohne Freiflug genügend Platz, um sich bei Streitereien aus dem Weg zu gehen. Mindestens eine Stunde Freiflug pro Tag solltet ihr den Wellis gönnen. Bei den meisten Käfigen aus dem Fachhandel ist das heutzutage kein Problem mehr. Aber achtet darauf, dass die Gitterstangen quer verlaufen, damit die Vögel klettern können und nicht abrutschen. Futter und Wassernäpfe. Ich spare mir das Vogelfutter, weil es da wirklich unzählige Alternativen und Tipps gibt. Ich bestelle schon seit Jahren regelmäßig bei einem Online-Shop, aber die Mischungen aus dem Zoo-Fachgeschäft sind natürlich auch in Ordnung. Bei den gängigen Saaten kann man nicht viel verkehrt machen, denn in dem Punkt sind die Wellensittiche recht anspruchslos. Bei den Futternäpfen gibt es allerdings einen Kardinalfehler, denn leider werden Käfige immer noch mit den dazugehörigen Plastiknäpfen verkauft. Die Näpfe aus Plastik sind aber leider völlig ungeeignet. Denn trotz gründlicher Reinigung können sich in den Ritzen Bakterien und Keime anlagern, die der Gesundheit der Wellis schaden. Besser sind Näpfe aus Keramik oder Edelstahl. Die lassen sich genauso leicht reinigen wie die Plastiknäpfe. Nummer 3 ist eigentlich ein Futterzusatz und Hygieneartikel. Vogelgrit und Sand für den Käfigboden sind unverzichtbar für die Gesundheit der Vögel. Grit aus Kalkstein und Muschelschalen brauchen die Vögel für ihre Verdauung. Meist gibt es den Vogelsand gleich mit Aniskörnchen und Grit. Das kommt den Vögeln entgegen, denn die picken gerne Körner vom Boden. Ihr könnt den Grit aber auch separat in einem Napf anbieten. Bei der Einstreu ist Sand immer noch der Klassiker und die kostengünstigste Alternative. Manche empfehlen zwar immer noch alte Zeitungen, aber da wir nicht wirklich wissen, was außer der Druckerschwärze noch für Chemikalien bei der Herstellung verwendet werden, würde ich davon abraten. Wer den Vögeln etwas Besonderes bieten will, nimmt Einstreu aus Blättern und Rinde. Meine waren davon allerdings wenig begeistert. Außerdem sind die Pakete ziemlich klein und relativ teuer. Pellets sind bei vielen Haltern auch beliebt, weil die sich leichter wieder einsammeln lassen als Sand. Ebenfalls unverzichtbar für die Vogelgesundheit ist die Nummer 4, ein Wetzstein. Den brauchen die Wellensittiche, um ihren Schnabel daran zu wetzen. Denn wie unsere Fuß- und Fingernägel besteht der Vogelschnabel aus Horn und wächst immer weiter. Damit sich keine Fehlstellungen bilden oder der Schnabel zu lang wird, müssen die Vögel sich den Schnabel an Ästen oder eben dem etwas härteren Wettstein abschleifen. Nummer 5 ist auch etwas für uns, die Badestelle. Denn wer sieht den Vögeln nicht gerne beim Baden zu? Die Gefiederpflege kommt zwar auch ohne Baden aus, was die vielen Bademuffel beweisen, aber gerade im Sommer ist eine Abkühlung mit Wasser auch für Wellensittiche eine Erholung. Am einfachsten ist ein kleines Badehäuschen, das sich an die Käfigtür hängen lässt. So können die Vögel im Käfig bleiben. Flache Teller auf dem Käfigdach leisten beim Freiflug gute Dienste. Achtet darauf, dass die Teller nicht zu tief sind und keinen hohen Rand haben. Sonst können die kleinen Vögel ertrinken oder kommen nicht mehr aus dem Badewasser. Wer den Wellis eine große Badestelle gönnen möchte, kann mit wenig Aufwand eine Wellidusche bauen. Wie in der Natur kann die große Wasserschale sowohl zum Baden als auch zum Trinken genutzt werden.
Ex ist unverzichtbar für einen erfolgreichen Freiflug im Vogelzimmer. Landeplätze aus Holz. Für Abwechslung sorgt ein Ast oder Vogelbaum aus verschiedenen großen Ästen. Besonders schön, leider aber auch teuer, sind verzweigte Weidenäste. Dicke Birkenstämme oder kleine Obstgehölze eignen sich ebenso und können auch als Sitzstangen im Käfig Verwendung finden. Gern können die Äste auch komplett mit Blättern in den Käfig gehängt werden. Die Vögel lieben es, die Äste komplett zu schreddern. Und es ist ein kostengünstiger Zeitvertreib, denn die Äste lassen sich im eigenen Garten oder im Wald sammeln. Achtet darauf, die Äste gründlich heiß abzuwaschen, damit sich keine Insekten oder Parasiten einschleichen. Nehmt auch keine Äste vom Waldboden, die können morsch sein und es können sich viele kleine Parasiten eingeschlichen haben. Sieben ist eigentlich optional, aber wichtig, damit die Wellies sich nicht langweilen und in der Wohnung nach eigenen Beschäftigungen suchen, wie zum Beispiel an Tapeten knabbern. Denn die neugierigen Vögel brauchen Abwechslung. Zum Glück gibt es eine Riesenauswahl an Spielzeug. Ich werde auf jeden Fall noch Videos zu geeignetem Spielzeug machen, eine Top 5 oder Top 10 Liste der beliebtesten Spielzeuge meiner Wellies und Anleitungen zu Spielzeug, das ich selber gebastelt habe. Denn neben den Sitzplätzen aus Holz bieten verschiedene Spielzeuge die größte Ablenkung vor Langeweile. Außerdem kann es der Fettleibigkeit der Tiere vorbeugen. Die meisten Wellies fressen nämlich schlicht aus Langeweile zu viel. Drei Punkte sind wieder unerlässlich für die Vogelgesundheit und hilfreich für den Besuch beim Tierarzt. Zwar müssen Wellensittiche, anders als Hunde und Katzen, nicht regelmäßig dorthin, aber im Notfall brauchen die Tiere schnell Hilfe. Denn die kleinen Vögel sind als klassische Beutetiere Meister darin, Krankheiten zu verstecken. Und viele Vogelhalter entdecken eine Krankheit der Wellies erst relativ spät. Daher solltet ihr immer etwas Geld für den Tierarztbesuch einplanen. Aber zum Glück sind die kleinen Vögel auch in diesem Punkt kostengünstiger als Hund und Katze. Nummer 8 ist deswegen der Transportkäfig. Zwar lassen sich die Vögel zur Not auch in einer Pachtschachtel transportieren, aber der Käfig bietet den Vorteil, dass der Tierarzt den kleinen Patienten erst einmal in Augenschein nehmen kann, ohne ihn gleich in die Hand nehmen zu müssen. Denn das bedeutet immer großen Stress für die Tiere. Außerdem kann der Tierarzt so schnell einschätzen, wie ernst die Lage ist. Denn die Transportkäfige haben meist eine kleine Sitzstange. Kann der Vogel noch auf der Stange sitzen oder sitzt er nur auf dem Boden? Wenn die Tiere Durchfall haben, dann hat sich bewährt, den Käfigboden mit einem Küchentuch abzudecken. So müssen die Vögel während der Fahrt nicht in ihrem eigenen Kot stehen. Kolbenhirse kennen die meisten zwar als Leckerli und Lockmittel, um Wellensittiche an die Hand zu gewöhnen, aber die weichen Körnchen können von den kranken Tieren leichter gefressen werden als das normale Körnerfutter. Für ganz schwierige Fälle gibt es Eifutter. Das Aufzugsfutter für Jungvögel wird aus getrockneten Eiern hergestellt. Alternativ könnt ihr dem Wellie aber auch ein gekochtes Ei anbieten. Der letzte Punkt ist schon etwas für Experten, die Krallenschere. Viele trauen sich das Krallenschneiden nicht zu und lassen das vom Tierarzt erledigen. Bei den meisten Vögeln ist das auch nicht unbedingt notwendig, denn die Krallen nutzen sich bei geeigneten Sitzstangen ganz von allein ab. Aber ich habe einige Kandidaten mit Fehlstellungen und die sich zu wenig bewegen. Da muss ab und an gekürzt werden, damit sich die Krallen am Ende nicht rollen. Ich hoffe, die Liste war für einige hilfreich. Wenn ihr Themenvorschläge für neue Videos habt, lasst es mich wissen. Im Moment arbeite ich mich an den Themen meiner Wellensittich-Homepage ab.